Narrativ der klimaneutralen WM, das wird ja weiter gepflegt. Wie nachhaltig das dann tatsächlich auch in Katar ist, da bin ich auch bei meinen Vorrednern, da wäre ein Monitoring tatsächlich mal wünschenswert, wenn man das irgendwie etablieren kann. Und die Klimakompensationen, die da angestrebt sind in einem Wüstenstaat, naja, also da muss man natürlich mal kritisch drauf schauen. Insgesamt glaube ich, dass rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Also jetzt mal rein sportlich gedacht, die ganzen anderen Themen, die absolut nimm die Ausfahrt rechts zur Seite gelegt. Und wenn wir es schaffen, überzeugend und begeistert im Fußball zu spielen, was ich mir immer geradeaus, dann glaube ich schon, dass wir uns wieder diesen, ich sag mal, diesen Fußball-Mythos auch schnell wieder hingeben und einfach auch dieses verbindende emotionale Element dann auch nutzen. Bitte links halten. Muss es dabei bleiben und ich bin mir sicher, da sind wir uns in dieser Runde auch einig, Sport verbindet. Frau Cramon, können Sie mit diesem Schlusswort leben? Ja, absolut. Und wir sind alle aufgerufen, die wir den Sport lieben und die vielleicht politisch oder auf anderer Ebene aktiv sind, da mehr zu tun, dass demnächst nicht nur die, denen es egal ist, sondern auch alle wieder Freude am Zusehen und am Mitmachen haben. Wie Frau Bades sagte, einfach die Faszination des Sportes sich auch wieder voll entfalten kann. Ja, machen wir. Und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, deshalb halte ich mich zurück. Also war eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ganz herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Das war die Redezeit. Morgen gibt es wieder eine zum Thema Kliniken unter Druck. Was ändert sich für die Patientinnen und Patienten? Können Sie auch wieder anrufen oder sich im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Mein Name ist Susanne Stichler. Das war die Redezeit. Einen schönen Abend. Infonacht. Nachrichten. Um 22 Uhr mit Michael. In Polen sollen immer gerade auch zwei russische Schlangen. Wurden zwei Menschen getötet. In Warschau haben eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats aus der Nachrichtenredaktion aus Berlin. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat die polnischen Medienberichte zurückgewiesen und als bewusste Provokation bezeichnet. Der ukrainische Präsident Selenskyj dagegen legte sich fest, russische Raketen hätten Polen getroffen und damit also ein EU- und NATO-Mitglied. Die polnische Regierung warnte dagegen davor, unbestätigte Informationen zu verbreiten und die NATO selbst Berichte in Abstimmung mit dem Bündnispartner zu prüfen. Im Laufe des Tages soll die russische Armee zuvor die Ukraine mit fast 100 Raketen beschossen haben. Polnische Medien sprachen deshalb davon, dass zwei möglicherweise verirrte Geschosse in Polen niedergegangen seien. Außenministerin Baerbock erklärte auf Twitter, ihre Gedanken seien bei Polen als allerliebsten Verbündeten und Nachbarn. Die deutsche Regierung beobachte die Situation genau und stehe in Kontakt mit den Freunden in Warschau und den Nachbarn. Immer geradeaus. Fast 30 Jahre nach dem Brandanschlag in Mölln in Schleswig-Holstein hat Bundespräsident Steinmeier Hinterbliebene und Betroffene empfangen. Steinmeier habe in Berlin mit fünf Menschen über ihre damaligen Erlebnisse gesprochen. In der Nacht auf den 23. November 1992 haben in Mölln zwei Männer Molotow-Cocktails in Häuser geworfen, aus denen ein Kampf war. Türkin bei Ilea Aslan, rechts halten und dann rechts abziehen. Ihre Enkelin Elise kam ums Leben. Im Rechtsstreit um massenhaften Schmerzmittelmissbrauch in den USA zahlt Walmart.